Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe ihm gerade in der Pause ein Update gemacht des Patches. Und zwar, des Modpacks, genau. Ich habe das Modpack gepatcht. So, jetzt wird ein ganzer Satz draus, der sogar fast richtig war. Und dabei hat sich Folgendes geändert, dass mit dem Schwefel, was wir ja angehen wollten, das ist anscheinend bekannt gewesen. Und hier sehen wir haben jetzt ein Problem. Wir haben jetzt so viel Schwefelwasser. Denn der Output wurde verdoppelt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir das Sulfuric Wastewater gar nicht mehr so schnell wegkriegen, wie wir es eigentlich produzieren. Und das liegt das ja nicht daran, dass ich den Schwefel zu langsam rausnehme. Nee, das ist wirklich die Prozessgeschwindigkeit. Was ist das? Ein Hydroplant? Können wir Hydroplants MK2 bauen? Können wir nicht. Dann müssen wir ein MK1 bauen. Ach, wir haben ja noch eins. Naja, gut. So. Und dann müssen wir nämlich hier mal gucken, dass wir das irgendwie mit dazwischen gepasst kriegen. Ach, das ist ja schade. Was geht dafür? So. Okay, wir bauen es erstmal hier hin. Nein. Das ist doch totaler Quatsch. So. Nochmal weg. So. Wir müssen da mal für Platz sorgen. So. Das heißt also, im Groben und Ganzen müssen wir damit erstmal ein bisschen näher daran rücken. Wo haben wir es denn? Wo ist es hingekommen? So, das muss erstmal bis dahin. So. Und dann können wir mal ganz kurz hier. Da oben noch eins hin. Da oben kriegen wir noch eins hin. Guck mal an. Machen wir das so mal ganz kurz hier. Das mal weg hier. Okay. Oh, da. Hier geht das Schwefel. Okay. Machen wir das natürlich dann da. Okay. Gut. Dann bauen wir nämlich hier oben noch einen Hydroplant hin. Aber nicht mit den Anschlüssen. Schade. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen umstrukturieren. Das ist jetzt wird es ein bisschen kritisch, aber das kriegen wir hin. So eine Modpack-Veränderung hat ja immer ein paar Veränderungen. Sieht das ja mal nach. So. Wie viel Wasser erstmal? So. Wir müssen hier Platz schaffen. Aha, da vernichten wir sogar mineralisiertes Wasser, okay. So, könnte sein, ne, alles okay. So, ja, du tut es da unten wie blöde, ich weiß. Gut, jetzt können wir hier nochmal anfangen. Jetzt machen wir nämlich hier das Schwefelwasser. Das werden wir dann hier hinten mal dann hochlegen. Dann werden wir hier hinten quasi dann eine andere Verlegung machen. So, wir brauchen die Hydroplants. Wo haben wir sie? Da sind sie. Gut. Einmal Schwefelwasser hier unten rein. Einmal Schwefelwasser da oben rein. Jojo, ist ja gut. So. Das heißt, wir brauchen jetzt hier die Schwefelherstellung. Da. Gut. Da kommt denn hier das Wasser raus. Da kommt das Wasser mit raus. So, das ging denn das mit ran? Das Purified Water kann man hier irgendwo mit anschließen, ne? Ja, das kam hier hoch. Alles klar. Okay, gut. Wenn das hier hochkommt, dann können das ja weiterhin hier hochkommen. So. Purified Water kann dann dahin. So. Und das mineralisierte Wasser, das müssen wir auf der Seite hier abtransportieren. Bis da hinten können wir schon mal hin. So, haben wir den hier auch noch einen länger. So. Gut. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen Rohr ranbauen. Da müssen wir ein bisschen Rohr ranbauen. Hier müssen wir ein Rohr dran bauen. Und hier müssen wir ein Rohr dran bauen. Und dann, was ist das hier? Am Schluss passiert nämlich. Keine Ahnung, das steht da einfach. Alles klar. So, jetzt müsste eigentlich der Abfluss hier schon mal wieder geregelt sein. Moment, wir müssen das natürlich dann hier noch ein bisschen mit anbauen. So. Standardmäßig Rohr haben wir da noch. So und so. Gut. Das heißt, hier geht dann. Was ist denn? Das ist das Wasser. Das ist das Wasser. Das ist natürlich doof hier. Das geht natürlich so nicht. Jetzt weiß ich auch wieder, wo der Anschluss daher kam. So. Oh ja. Ganz ruhig. So. Und so, oder warte mal. So, nee, das geht nicht.
Müssen wir wirklich so machen hier. So. So. Gut, dann können wir da nicht mehr durchgehen. Naja, gut. Gibt schlimmere Dinge, die man da erleben kann. So, gut. Jetzt müssten wir aber theoretisch eigentlich auch hier den Anschluss noch wieder haben. So. Dann sind wir da angeschlossen. Gut. Und jetzt müssen wir uns jetzt hier nur noch ans schweflige Wasser erstmal anschließen. So. Das können wir ja dann hier mal runterziehen. Bis dahin. Und daran. Sulfuric Waste Water. So. Das hätten wir schon mal. So, dann brauchen wir das jetzt hier nochmal. Das könnte ein bisschen. Oh, doch, das reicht. Okay, gut. So, das Getütete unten könnte dann ja auf den Senkel gehen, ne? Wenn man das die ganze Zeit hört. So, jetzt holen wir das Ganze noch wieder verstromen hier. So, dann machen wir hier mal einen Strom rein. Und weil wir das so schön finden, machen wir hier noch einen Strom hin und da drüben auch gleich ein. Damit das wieder angebunden ist. Und jetzt müssen wir hier mal ganz kurz den Abtransport, organisieren. So. Hier einen Rauslege und hier einen. Und das sollte dann hier ja jetzt. Ach komm, wir machen mal einen schnellen dahin, einfach weil wir es können. So. Das sollte dann hier unten jetzt ein bisschen den Schwefel da wieder in die Kiste bringen und dann ist ja alles gut. Baut sich sogar der ganze Mist hier. Ernsthaft? Achso. Wir müssen noch nicht. Gut. Jetzt haben wir zumindest zwei, die hier generös dieses Zeug herstellen. Aber da wird erstmal genug von in der Leitung sein. Ich denke mal, da wird auch mehr als genug ankommen. Also da hat schon irgendjemand mal erkannt, dass das vielleicht eventuell gar nicht mal mehr so gut war mit dem Schwefel. Und hat natürlich den Output an Schwefel erhöht. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Gut. Also sammelt sich sogar hier in der Kiste wieder was an. Ja gut, das mit dem Balancing, das ist immer noch gar nicht so einfach, ne? So. Machen wir uns mal einfach, weil wir es können, noch einen Inline-Tank. Das sagte er, weil wir es können, wir können es sogar. Und dann lassen wir erstmal das Sulfuric Wastewater mit reinlaufen. Damit wir dann erstmal ein bisschen Druck aus der Leitung kriegen, beziehungsweise ein bisschen... die Mineral Sludge Produktion entlasten, indem wir ein bisschen was einlagern davon. So, gut. Jetzt sollte sich das hier erstmal ein wenig beruhigen. Hier sammelt sich noch nichts an. Obwohl sich hier was ansammelt, da müsste man jetzt theopraktisch eigentlich hier nochmal einen Teiler reinbringen, der das dann hier mit wieder reinbringt. Damit man dann hier so eine Teilung hat, wo das dann auch sauber funktioniert. Hey ja, das wird jetzt, das wird ein Konstrukt hier. Oh, oh. Und so. Und jetzt haben wir kein unterirdisches mehr. Und das ist ja ein Ding. Machen wir uns mal schnell eins. Zack, da haben wir's. So, so. Das soll halt eben einfach bloß dafür sorgen, dass hier zwei Drittel ankommen und hier ein Drittel. Ich glaube, so geht das. So, wir nehmen hier dann nochmal hier. Also hier wird ja 50-50 geteilt und hier nehmen wir nochmal. Wird hier 50-50, hier 25, das sind drei Viertel, ein Viertel. Ah, dann sammelt sich das halt hier in der Kiste. So, wir sehen schon auch, der Arm ist ein bisschen so mickerig dafür. So. Und wir können einmal ganz kurz hier unten aus den Pufferkisten natürlich noch was holen. Ja, das hat er. Unser Schwefelproblem gelöst. Das, was wir angehen wollten in dieser Folge. Und ich habe einfach gedacht, das kann nicht sein eigentlich, dass du da jetzt wirklich irgendwie... Ich habe schon überlegt, dass ich jetzt so 10 Stück hier von in Reihe hinstelle und die einfach mal das Gas herstellen lasse, damit ich dann irgendwie an Schwefel komme. Aber dann haben wir wirklich, Mensch, das kann eigentlich nicht gewollt sein vom Mod-Hersteller, dass genau das quasi die ganze Zeit passiert, dass man dann zu wenig Schwefel da hätte. Und deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen. So, jetzt machen wir natürlich Folgendes. Wir lutschen ja jetzt das ganze heftige Wasser aus. Das ist vielleicht noch nicht ganz so optimal, wenn wir alles verbrennen, weil wir ja auch was für die Produktion da hinten brauchen.
müssen wir hier wahrscheinlich mal noch einen Überdruckventil irgendwo einbauen. Und zwar eigentlich geht das nur hier. So. Nee, das ist ja. Ja, man. Kuh. So. Gut. Jetzt sollte dieses Überdruckventil dafür sorgen, dass hier hinten immer 80% irgendwie drin sind. Obwohl, da könnte man da eigentlich den Tank dazwischen schneiden, ne? Warte mal, das machen wir gleich mal. Mal her, schmeiß mal, zieh dir mal weg von dem Zeug, aber macht das mal nichts. Dann konnte ich doch da noch durchlaufen. So. 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 Brauchen wir in unseren Tank hier, da. So. Wenn der zu 80% voll ist, dann läuft es langsam aber sicher in die Richtung ab hier und dann kriegen die wieder was zu produzieren. Und dann kommt ja ab und zu mal ein bisschen was an. Warte mal. Müssen wir natürlich hier das hier abbauen, ne? So, achso, wir müssen natürlich. Achso, wenn wir den Bypass müssen wir noch weiterhin legen. Alles klar, okay, ja, nee, gut. Schön, dass wir mal ganz kurz darüber geredet haben. Wir müssen natürlich dann hier erstmal noch nach unten wieder kommen. So. Und den Bypass da hinten müssen wir natürlich legen für unsere Produktion, die da hinten stattfindet. Mal gucken, wo kommen wir denn hier am dümmsten durch? Warte mal, hier kommen wir durch, hier kommen wir durch, hier kommen wir durch, hier kommen wir durch, hier kommen wir durch. Hier kommen wir durch. Das ist da hinten hin, wo wir hin wollen. So. So. Da patzt schon mal. Upsala. Und dann hier hinten lang. Das nochmal kurz. Verständnis ein bisschen anders lang gelegt. Das ist die Leitung. Warte mal, nee, wir gehen da trotzdem nicht mal da durch. Da können wir nicht durch. Und da kommt das Rohr. Ja, dann gehen wir bis hier hin. Das müssen wir dann mal kurz legen. So. Und dann gehen wir von hier nach da. Und da gehen wir dann hier hoch. Ein unterirdisches Rohr mehr da. Aber hier haben wir ein Rohr. So. Gut. Dann da dran, da dran. Gibt mir doch noch ein unterirdisches. Damit. So, machen wir noch eins. So. Und dann da durch, hier rüber gehopst, da rein, zack, da hin. Und jetzt kommt dann da. So. So, gut. Dann haben wir das auch. Hier lang dadurch hier. Das ist ganz schön verwinkelt hier alles, aber. 17 km hier im Puffer, das heißt also immer, wenn irgendwo was gebraucht wird oder so, kann immer ein bisschen was abgelassen werden. Muss aber nicht. Und wir haben dadurch dann hier hoffentlich eine kontinuierliche Schwefelproduktion. Ja, das wird schon laufen. So, gut. Alles klar, so hier können wir Plastik endlich wieder reinschmeißen. Und wir haben über 400 Batterien und noch, da müssen wir eigentlich auch nochmal vielleicht ein paar Akkumulatoren machen. Ja, dann. Bin ich ja mal gespannt, ob diese Tröte da nochmal irgendwann trötet oder ob die nicht mehr trötet. Wie viel Landfills haben wir hier drin? Da haben wir jede Menge, das ist auch schon 700 drin. Und hier die Kisten sind alle voll, ne? Ja. Achso, da brauche ich ja doppelt so viel von, ne? Warte mal, habe ich noch eine Diamond? Ja. Oh, hier noch eine Diamantkiste und. Lassen die mal weg. So. Machen wir die erstmal noch voll. Jetzt stimmt das vom Verhältnis erstmal auch. Und dann müssen wir uns da mal was überlegen, wo wir das hinbauen, damit das alles schön produziert werden kann. Wir müssen da ja dann noch irgendwo den Limestone verbrennen. So, wie sieht es hier hinten aus mit der Produktion? Okay, die Produktion steht, weil alles voll ist und hier die Kiste ist leer. Das heißt, die kriegen hier gar keine Brennstoff momentan. Kommt hier gar nicht an. Alles klar. Gut, naja, das ist auch eine Aussage. So, und hier wird das mineralisierte Wasser wieder ordentlich gebraucht anscheinend. Obwohl, das ist noch relativ voll, aber naja, gut. Hier hinten haben wir ein bisschen was. Was haben wir hier denn in den Kisten? 9000. 9000. Oh, wir haben ja Landfills ohne Ende. Da können wir mal. Wir müssen sowieso nochmal vielleicht eventuell. Vielleicht gibt es so einen Sprengstoff, womit ich mir halt wieder Teiche sprengen kann. Ich hätte mir ab und zu mal Teiche zwischendrin lassen sollen. Wo ich immer mal wieder Wasser abnehmen kann. Naja. Gut. Man lernt dazu. Man lernt dazu. Das muss man ja sagen. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir hier oben erstmal noch ein bisschen Eisen über. Moment, da werden wir kurz hier reingreifen in die Kisten. Und das mal, was habe ich denn? Wieso habe ich denn so viel Kohle in der Tasche? Oh, so viel Carbon brauche ich doch gar nicht. Warte mal, den lege ich erstmal hier ab.
Da brauche ich Carbon. Hier habe ich ein paar Widerstände. Die kann ich erstmal hier mit reinzetteln. Das sieht ganz gut aus. Und hier muss ich dann irgendwann Solar anliefern. Naja, gut. Da habe ich den Dachleute schon. Und da muss ich mal auch ein paar Eisenplatten, kann ich da abliefern. Und hier kann ich Stahl abliefern. Wollte ich sowieso mal machen hier so. Zwei Stacks, zack. Ab dafür. Und dann mal 232 Solarpanels. Und dann geht's mal los. Dann machen wir ein bisschen mehr Solarpanels. Also der neue Patch hat eine Änderung beim Labor gebracht. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was da geändert wurde. Aber da wurde was geändert. Zumindest hat er mir gesagt, dass er die Labore quasi mit einer neuen Produkt-ID oder sowas versehen haben muss. Und ja. Oder die haben eine neue ID halt einfach. Ansonsten hatten wir wirklich nur, dass das der Schwefelausstoß increased wurde. 18.000, 19.000. Da können wir aber ein bisschen, da können wir jetzt Großes bauen hier. Na gut, bei Umbauen brauchen wir wirklich kein Wasser. Lass mal gucken, dass wir dann irgendwo mal einen Teich lassen. Oder vielleicht können wir auch sowas wieder sprengen. Geht sowas? Factorio? Irgendein Sprengstoff, womit man sich dann quasi wieder das Landfill wegsprengen kann und dann entsteht da Wasser? Ja, nichts Genaues weiß man nicht. So. Da wollen wir mal gucken hier. Nehmen wir das nochmal vollkommen auf. Oh, Moment. Nochmal ein Betätigungsball verworren. So. Wollen wir dann Schuh draus. Dann werden wir hier mal ein bisschen nach außen gehen. Und dann werden wir hier mal richtig schön Landfills in die Kante schmeißen, damit wir hier auch ordentlich weiter unser Solarpark aufbauen können. Ich denke mal, das sollte in unser aller Interesse sein und dann können wir dann auch den Batteriepark da hinten noch erweitern. Und natürlich auch unsere generelle Fabriksituation, aber da müssen wir mal gucken. So, ja, ich hätte diese Halbinsel da wirklich lassen sollen, so ein kleines Stückchen Wasser, weil genau da oben brauchte ich ja das Wasser dann nachher wieder. Naja gut, das kriegen wir aber alles. Naja, noch kriegt man alles über Rohre geregelt. Aber ich glaube, mich darf auch keiner mehr fragen, warum ich die Rohre da unten bei der Produktion so gelegt habe, wie sie da liegen. Ich glaube, das wäre unfair, wenn mich das fragen würde. Aber, naja. Aber es ist schon schön, wenn man einfach so mal zu Kisten gehen kann und einfach aus der Kiste mal so viel von den Zeugs hier rausnehmen kann. Also, und dann einfach mal wild drauf losbauen kann. Das hat schon Gesicht, muss ich sagen. Also, das ist immer ganz gut. Also die Materialproduktion und so, das haben wir ganz gut hingekriegt jetzt. Ne? Man muss auch sagen, dass die... Guck mal, war mir ja richtig gut. Ah, gar nicht erwartet. Hast wieder gemacht. So, sind da unten irgendwelche Viecher drauf? Nein. Aber leider auch keine Bäume. Und das ist immer noch was mich stört. Dass ich diese ganze Agrarforschung nicht machen kann. Na, da muss ich dann wirklich mal... Gut, denn wenn ich die Konsole das einmal benutze, dann ist sowieso vorbei mit allen Errungenschaften, aber das ist ja eigentlich auch egal. So, gut. Jetzt haben wir hier erstmal ordentlich was reingeworfen. Wenn ihr dann auch noch. Nee, aber ich wollte eigentlich diese 32er-Ära, das wollte ich schon so lassen, ne? Finde ich dieses Zahlensystem so schön. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich mal irgendwann überlegen, dass wir hier hinten mal wieder ein neues Radarstationchen hinmachen. Wie haben wir davon noch? Ach, man das später, das kann man auch später bestimmt auch Roboter machen lassen, oder? So, dann gehen wir da mal ran. Brutzel, Brutzel, Brat, Brat. So. Wenn wir das hier anpassen, bis nach da oben noch. So. Guck mal, ja, ordentlich jetzt was hier noch zu buddeln. Treffen auch bald auf die Wärme auf dieser Seite hier. Oder geht was? Immer bald, dann müssen wir mal abzählen, ob wir nicht nochmal 16 nach oben, dann sind wir eine 48 oder 64er. Oder wir machen eine 50er Reihe. Ein Meter hätte ich hier noch gefunden, okay. Einfach sagen, okay, unsere Solarpanels, jede Reihe hat quasi dann 100 Stück, ne, wenn sie doppelt sind. Also 50 pro. 50.
Aber das könnte gehen. Das war schon wieder. Das müssten wir 32 bis 18. Dürften wir hier drüber kriegen. Gehen wir gleich mal aus. Dann lässt sich das auch leichter rechnen, wie viele Solarpanels wirklich dastehen. So. Ja, doch. Jetzt hat es so ein bisschen abgenommen mit dem ganzen Gedöns. Der Wüstenplanet, den wir hier selber bauen. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt, also die neueste Version ist natürlich auch, also über den Link erreichbar, in der Beschreibung drin ist. Da, hat sich nichts weiter dran geändert, also denn das hält ja dort immer aktuell, der Modder. Ich wollte mir seinen Namen mal merken, aber naja, gut, wie das immer so ist. Mit dem wollte und könnte. So, gehen wir erstmal bis zum Anfang hin hier. So, dann haben wir hier nämlich dann nachher das Problem mit dem Ding. Das müssen wir dann mal hier rausnehmen. Dann an die Kante stellen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das hinstellen müssen, damit das einigermaßen gut funktioniert. Ne, der ist auch. So. Gut, dann zählen wir mal jetzt mit den Solarpanels. Die liegen hin. So. 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen. Will? Okay. So, jetzt müssten in jeder Reihe ziemlich genau 50 Stück stehen. In einer ruhigen Minute werde ich das nochmal nachzählen. Na, sowas lässt mir nämlich keine Ruhe, wenn ich das jetzt verbaut hätte. Völlig pingelig. So, von den Masten haben wir auch noch ein paar. So, Landfill müssen wir natürlich noch mal hier. Okay, Momentchen, so. Die Richtung noch mal einmal komplett durch. Jetzt hätte ich einfach die ganzen Pumpen, die ich schon gebaut habe, nicht immer wieder abreißen. Ne? Oder stehen lassen und gut ist, dann habe ich eine Stelle, wo ich mal Wasser kriege. Ah, ja, könnte man machen. Oder gibt nachher auch Brunnen, wo du Land nach unten bohren kannst. Weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, sowas gibt. So, dann machen wir hier erstmal den Radarfix hier oben wieder in die Ecke. Und zwar kommt er hier auf die Ecke jetzt. Passt er da hin? Passt er nicht hin? Momentchen. Ach ja, Lampen wollten wir noch setzen, ne? Da war ja was. Da habt ihr ja drum gebeten, dass ich da ein bisschen auch drauf achte. So, dann machen wir den da oben hin. Und mal auf die Karte und dann sehen wir. Oh ja, doch. Hm. Macht er richtig. Vielleicht entdeckt er hier jetzt irgendwas Grünes da oben, aber ich glaube nicht, dass das jetzt sich geändert hat. So, dann wollen wir hier noch ein paar Solarpanels setzen. Haben wir dann aber auch schön viele. Gefällt mir gut. Gefällt das echt gut. Die Produktion davon so gut geklappt hat und alles. Ist so, tada. Hat da sich verbaut.
Und hier gehen ja ein paar rein, geht das hier gut, ne? Das. Dann können wir das wirklich so machen. Wir haben nur noch 36 Stück, die muss ich aber hier weise nutzen in der Mitte. So. Na gut, ich kann ja immer noch hier. Genügend Pfeiler stehen hier noch. Poles. So. Oh. Und. Gemacht. Fein macht er das. Ist er altmodisch, da bleibt er bei den Holzpoles. Den Wodenpoles hier. Man muss ja auch ein bisschen nostalgisch machen. Muss ja nicht immer der modernste Mist sein. Das reicht doch nicht bis oben. Also von. Jetzt haben wir hier die letzten beiden und dann haben wir dann erstmal wieder dafür gesorgt, dass wir ein bisschen Solarpanels setzen dürfen. Ein paar Stück haben wir ja noch in der Tasche. Oh, nochmal 50. Links daneben, dann rechts daneben. Naja, gut. So. Das war's. Jetzt haben wir alle angesetzt. Dann haben wir insgesamt 1600 Solarpanels schon in Betrieb. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, das ist schon mal gar nicht schlecht. Und wir werden die alle, wenn wir es erforscht haben, wirklich, wenn wir es erforscht haben, die bessere Solarpanel, alle nochmal abreißen und ersetzen durch neuere. Das ist Fakt. Das wird genau so geschehen. Ui, da haben wir nochmal was vor. Gut. Gut. Dann haben wir jetzt, nachdem wir beim letzten Mal das ganze Kupfergelump und so als großes Projekt hatten, erstmal so ein paar Kleinigkeiten gehabt. Also das mit dem Schwefel hat sich zum Glück fast von selbst gelöst. Da werden wir jetzt mal ganz kurz hingucken, wie das hier aussieht mit den Schwefelkisten. Ob die sich so langsam anfüllen. 500 und hier, nee, da ist nichts drin. Also so richtig übermäßig viel kommt dann nicht bei rum, aber besser als vorher und es wird ausreichen mit dem, was wir hier herstellen, dass wir dann eine einigermaßen gute Bilanz hinkriegen, wenn wir das mit den Goonen weitermachen. Und dass das hier gut funktioniert. So. Da habe ich sowieso noch vor, dass ich das dann nach unten nochmal komplett spiegel. Also, dass wir das jetzt nicht hier großartig noch erweitern. Also, wir machen das bis auf 5 und 6. Die machen wir hier noch hin. Die passen hier noch rein, glaube ich. Aber nur 5 passt hier noch rein. Also, hier 5 Reihen haben davon. Das wird dann hier mit einer zweiten Reihe hier. Und dann werden wir das alles nehmen und hier vorne ransetzen. Vielleicht auch versetzen nochmal. Und dann werden wir diesen ganzen Komplex nehmen und dann einfach hier hinten nochmal genauso drunter bauen, damit wir da auch eine Einspeisung haben von diesem von diesem Wasser. Und hier sieht man ja, unsere Kupferproduktion ist sehr kompakt gebaut, ne? Also da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel blau zu sehen. Stromnetz. Sieht eigentlich auch ganz schick aus, ne? Wenn man das mal sich überlegt. Hängt hier alles bloß an einem Mast. Ein Mast raus, dann ist das hier alles Strom. Hier, dann ist das ganz unten alles. Hier ist auch bloß ein Mast für die ganze Produkte auf der Seite, aber gut. Na, also der Mast hier, der ist entscheidend. Wenn der nicht mehr ist. Nee, hier haben wir nochmal eine Stromverbindung. Okay. Alles klar. Dann haben wir es aber. Das ist ein schönes Schachbrettmuster geworden, ne? Ganz Schachbrett, weil es ein bisschen rechteckig. Gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir auch gut. Ich habe bei SimCity auch immer nur gerade Straßen gebaut. Ich habe es gehasst. Das ist ein Grund, warum ich City Skylines macht ja richtig schöne homogene Straßen, aber die legen halt so viel Wert darauf, dass das alles nicht gerade ist, dass mich das aufregt, dass ich kein Schachbrettmuster bauen kann. Ärgert mich ein wenig. Wir loben das Spiel genau dafür und ich sage, das ärgert mich.
Ja. So hart wie es klingt, aber es ist wirklich so. So, hier haben wir jetzt mal ein paar von den Dingern noch. Und hier mal reinlegen und den Rest packen wir hier wieder rein. So. Gut, wie viel haben wir denn schon wieder davon produziert? 66 weitere. Komm, die setzen wir jetzt noch und dann ist die Folge zu Ende. Genau. Die 66 machen wir jetzt noch da oben hin. Warte mal, wir könnten ja in die richtige Reihe gleich laufen. So, was ist hier über Spargelreihen hier? Die ist die richtige. Wird doch die falsche gewesen. Naja, egal. Hälen wir hier mal hoch. Ja, ist die falsche gewesen. 66 Stück können wir hier noch setzen. Wir nehmen mal ganz kurz raus hier. Aber wir können nur noch bis hier oben, weil wir keine Wooden Poles mehr haben. Die müssen wir dann mal schnell herstellen, beziehungsweise da ein paar von produzieren lassen. Was sind wir hier lang? Da macht der Strommast das nämlich selbstständig für uns, dass er dann die Lücke da lässt. Können wir gedrückt halten und einfach langlaufen. Gut. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja. Da hat er die eine Folge genannt, Solarfeld zu groß gibt's nicht. Das ist wirklich so. Gut, wie sieht das hier aus jetzt mit dem ganzen Gesteinsgedönse? Das sollte sich ja jetzt ein bisschen... Ah ja, und dann haben wir das mit dem weißen Zeug hier so ein bisschen übermäßig. Auf der Seite, okay. Wir müssen da wahrscheinlich immer hier irgendwo... Ja, das müssen wir mal... die Kreisläufe müssen wir hier mal ein bisschen... verbessern. Wir haben ja jetzt hier schon quasi zwei Anschlüsse dran, damit das so durch zwei Rohren da gleich reinläuft, aber das ist noch nicht dabei, ist jetzt letzter Schluss. Also die Idee hier vor dem Dings, vor dem Ventil oder beziehungsweise eine Pumpe zu machen, ist okay. Aber ich glaube, wir müssen hier wirklich an jedem Ausgang oben eine Pumpe machen und dann halt ein Rückschlagventil einbauen, dass es in die anderen nicht zurückdrücken kann. Ne? Dass es nur durchdrücken kann durchs Ventil, aber es nicht zurücklaufen. Das müssen wir, glaube ich, dann einrichten. Damit dann alles beim Tank ankommt und da wirklich alles durchgepresst wird. Aber es sieht ja gut aus. Und hier sehen wir ja schon, das ist auch sehr voll. Und wir haben sehr, sehr, sehr viel Endfills. Gut. Aber wir haben bis auf weniger alle verbraucht jetzt da oben. Also wir haben fast 20.000 Endfills da oben jetzt gerade versenkt. Hui. So. Ist jetzt hier das Schwefelwasser ein Problem? Noch ist ein Schwefelwasser das Problem, okay. Also die Schwefelherstellung ist noch zu, oder die Schwefelwasserherstellung ist noch zu klein. Damit wir dauerhaft das hier, oder dauerhaft genügend Schwefel zur Verfügung haben oben bei der anderen Geschichte. Das heißt also, wir werden das hier nochmal um eins verbreitern. Dazu brauchen wir ein Chemical Plant, was wir hier denn da anstellen. Dann wird dort... Ja, dann wird dort ein Rohr fällig, was da runter geht. Dann wird hier ein Rohr fällig, was da als Ausgang fungiert. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das jetzt unser Problem ist hier, oder? Ja, dieses Gas hier ist das Problem. Davon haben wir noch nicht genug. Oh, kein unterirdisches Rohr mehr. Können wir nicht mal ein unterirdisches Rohr machen? Mann. Ist das denn euer Ernst? So. So, hier rum, da rum, hier rum, da rum. Löffelstiel, wer viel fragt, der kriegt auch viel. So, dann werden wir hier oben erstmal ein paar Rohre wiederholen. Da brauchen wir dann mal ein, zwei, machen wir davon mit. Dann nehmen wir nochmal 100 hiervon mit und dann ist alles gut. So. Nach unten haben wir keine Förderbänder, wo wir uns noch ein bisschen beschleunigen können mit beim Gehen. Ne? Sieht auch lustig aus, diese Häufchen, die da entstehen immer so. Sieht gut aus, ne? Ich finde, das sieht richtig gut aus.
So, achso, wir müssen noch oben mal gucken, wie in den Geoden, ne, bei denen, wo die noch rauskommen. Nicht, dass uns da mal irgendwann was passiert. So, hier haben wir nämlich auch so ein Rückschlagventil drin. Das brauchen wir dann nämlich auch. Dann. Sehr gut. Hier nochmal, einmal so, einmal so. Drehen wir das Ganze noch, damit es richtig rumsteht und sagen, hier, mach uns mal... Jo, wo ist es denn? Das hier. Und dann kriegst du hier noch einen... Oh! Dann ist hier kein Schwefel drin, ne? Müssen wir das hier rausnehmen wieder. Damit denn jetzt überall das Gleiche ankommt. Wir können ja den anderen nichts vorenthalten jetzt mehr. Gut, da sind noch 344 drin. Das muss man wirklich sagen. Da ist noch ist ein Abfluss, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, dass wir das oder sagen wir, hoffen wir, dass wir das jetzt ein bisschen besser balanciert haben. Wenn nicht, müssen wir das wirklich machen, dass wir dann hier nochmal davon 5 oder 6 Stück oder 10 Stück in Reihe stellen, die einfach mit dem Wastewater, weiß gar nicht, wie viel verbraucht der hier? 400? Ne, 100 pro Zyklus, ne? Mit 200 pro Zyklus, pro 5 Zeiteinheiten. 200 bei 5 Zeiteinheiten und du kannst 1500 zur Verfügung stellen. Scheiß war das doch. Herstellgeschwindigkeit 300 pro Sekunde. Sind das jetzt hier auch pro Sekunde oder ist das pro Tick? Egal, wir werden ja sehen, wie viel wir von dem Betrieben kriegen. Es wird nicht allzu viel sein. So. Legen wir hier mal 300 mit rein, damit das erstmal ein bisschen was vorproduziert. Und hier machen wir auch ein bisschen was. Nochmal wieder rein. Doch reicht es nicht ganz aus. Aber hier ist jetzt hoffentlich dann bald genügend. Von dem Gas da immer, ja. Dann läuft die Schwefelsäure ganz gut ab. Gut, der produziert gerade nicht. Also der nimmt kein Schwefel raus. Gut, das hätten wir. 37 Minuten haben wir wieder voll. Das war eine weitere Folge von Factorio C-Blocks hier aus C-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir werden demnächst hier die nächste Metallverarbeitung aufziehen. Das heißt, wir werden die Zinkverarbeitung verlegen nach am Ende der ganzen Leitung und werden dann dort nochmal, wenn hier die Bleiproduktion einfach nur mit rein produzieren oder reinlegen, dann haben wir hier in der Mitte wahrscheinlich einen relativ hohen Servicegang oder einen breiteren Servicegang. Der soll da ruhig bleiben. Da können wir dann Rohre hochlegen, da können wir dann eventuell auch immer noch hier irgendwie das Eisen. Er muss ja dieses Zeug dann noch her. Unsere Phenolbretter. Ah ja. Gut, kriegen wir auch noch hin. Das war's dann erstmal. Für diese Runde. Genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich drüber freuen. Bis dann. Tschüss.